Hallo YouTube, ich bin Bini, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Tipps und Tricks und heute geht es um Charaktererstellung in Klammern von NPCs. Logischerweise gilt auch wieder für dieses Video, dass das nur Tipps und Tricks sind, die mir weitergeholfen haben, also euch nicht weiterhelfen müssen. Trotzdem hoffe ich natürlich, dass ihr mit diesem Kladderatsch irgendetwas anfangen könnt. Apropos anfangen! Tipp 1, wenn sich eure Gruppe anschickt, in einen neuen Landstrich reinzulatschen, dann solltet ihr natürlich einige Informationen von diesem Landstrich erstmal zusammentragen. Das heißt, ihr solltet die großen Fragen beantworten können. Erstens, wie viele Leute wohnen da? Zweitens, welchen Rassen gehören diese Leute an? Also Elben, Zwerge oder was auch immer es für lustige Wesen in eurem System gibt. Drei, was für ein politisches System gibt es, wenn es überhaupt eins gibt? Wie ist die politische Lage? Gibt es eine Hauptstadt? Wenn ja, wo liegt diese Hauptstadt? Und wie viele Leute wohnen da? Gibt es ein wirtschaftliches System? Wenn ja, womit wird dieses wirtschaftliche System hauptsächlich befeuert? Das heißt, was wird größtenteils abgebaut, aufgebaut und erforscht? Ihr solltet euch auf jeden Fall auch ein bisschen in der Historie des Landstriches umschauen, denn solltet ihr eure Abenteuer selber schreiben, könnt ihr da auf jeden Fall immer wieder einige interessante Punkte rausfinden, die euch in eurer Geschichte irgendwie weiterhelfen könnten. Ich habe aufgehört zu zählen, bei welcher Frage ich gerade bin. Dang it! Wie sieht die Flora und Fauna in diesem Landstrich aus? Daraus leitet sich natürlich auch die wichtige Frage ab, was essen diese Leute und was trinken diese Leute? Was ist diesen Leuten wichtig? Das heißt, was gibt es für Religionen, Sekten und was gibt es für Kulte? Welche Religionen sind außerdem verboten? Das ist auch nochmal richtig wichtig. Und schlussendlich die wichtigste Frage von allen. Welche Leute sollten eure Leute auf jeden Fall nicht beleidigen, denn irgendwann werden diese Leute beleidigt und dann passiert irgendwas Großartiges. Wenn ihr diese ganzen Informationen zusammengetragen habt, kann das natürlich nicht nur eurer Geschichte helfen, sondern bei einer anderen Sache auch noch richtig wichtig sein, nämlich bei den zufälligen Begegnungen. Das heißt, eure Gruppe hat auf einmal beschlossen, ja, wir werden diesen gruselig aussehenden Dude da hinten in der Ecke auf jeden Fall fragen, wo es hier den besten Schnaps in der Stadt gibt. Dann könnt ihr auf jeden Fall schon mal einige Floskeln rausbringen, sowas wie Lang lebe König Plumsbums und seine Gefolgschaft und so weiter. Und schon wirkt das Ganze ein bisschen lebendiger. Abgesehen davon habt auch immer im Kopf, dass es fast überall zufällige Begegnungen geben kann. Selbst im Dorf, wo alle Dorfbewohner zu Zombies geworden sind, gibt es diesen einen Zombie, der keine Lust hat, so wie alle anderen zu sein, sondern voll unique, deswegen Vegetarier geworden ist und nur noch Blumenkohl isst, der aussieht wie Menschen. Ich schweife ab, Mensch. Tipp 2. Wenn du einen Charakter erstellst, der wichtiger ist, also zu dem deine Gruppe häufiger wieder zurückkommen kann, dann notiere doch bitte nicht nur den Namen und in 5 kurzen Stichpunkten, was dieser Charakter alles so weiß, sondern schreib dir richtig detailliert auf. Vor allem, wie sieht dieser Charakter aus? Das heißt, Hautfarbe, Haarfarbe, Augenfarbe, Nasenfarbe und Ohrenfarbe. Hat der irgendwelche markanten Merkmale, an denen er wiedererkannt werden kann? Das heißt, 2 Nasen oder 15 Narben. Wo kommt diese Person her? Also ist sie vielleicht zugereist oder ist sie dort schon geboren? Was macht diese Person? Das heißt, so ein bisschen die Biografie von dieser Person ein bisschen aufschreiben und dann logischerweise schlussendlich auch die ganzen Informationen, die ihr weiß. Da solltet ihr natürlich einteilen in 3 Arten von Informationen und zwar bestätigte Informationen, unbestätigte Informationen oder pure Lügen, was uns zu Tipp 3 bringt. Tipp 3. Notiert euch auf jeden Fall die Beziehungen der einzelnen Charaktere untereinander, denn wenn Person X, Meister, Person, Spielleiter, was auch immer. Wenn Person X Person Y total doof findet, ihn überhaupt nicht leiden kann, dann wird Person X natürlich jedes schlechte Gerücht über diese Person Y weitergeben und für bare Münze verkaufen, was zu einigen Sachen führen kann, die auf jeden Fall interessant sind. Abgesehen davon, wenn es um sowas wie Verschwörungen oder so geht, ist es natürlich total wichtig, wer mit wem wie gut bekannt ist, wer also von dieser Verschwörung wissen kann und so weiter. Das heißt, die Beziehung unter den Charakteren ist total wichtig. Tipp 4. Überlegt euch schon mal vor der Runde, wie einzelne Charaktere gesprochen werden. Das heißt, haben sie einen Akzent? Lispeln sie? Oder sprechen sie total hoch oder total tief? Oder können sie gar nicht so richtig sprechen? Oder sprechen nur gebrochen die Sprache, die auch immer, welche auch immer gesprochen wird? Abgesehen davon, solltet ihr euch noch schon mal ein bisschen einprobieren, einige Sätze vielleicht aufschreiben und mal in der Stimmlage vor euch hin sprechen, die dann später für diesen Charakter wichtig wird. Und dazu vielleicht auch nochmal einige Notizen aufschreiben. Abgesehen davon könnt ihr euch natürlich auch aus dem Internet Bilder runterladen, die so aussehen, wie ihr euch den Charakter vorstellt. Das hilft manchmal dabei, sich diesen Charakter eben richtig vorzustellen und sich da richtig reinzufühlen. Tipp 5. Dieser Tipp ist unheimlich banal und trotzdem muss ich ihn loswerden. Lasst, wenn ihr eure Charaktere auf Blatt Papier bringt und nicht mit dem Computer arbeitet, was ich nicht tue, weil ich dazu zu dumm bin, was nicht stimmt, aber mit Blatt Papier ist es irgendwie einfacher, immer einiges an Platz, denn es werden Informationen hinzukommen, die euch einfach nicht eingefallen sind. Dementsprechend müsst ihr sie dann auch noch notieren und wenn dann da kein Platz mehr ist, dann fangt ihr an Rändern und hinten drauf und Sachen raufzukleben und überhaupt irgendwo hinzuschreiben, dann ist nichts mehr übersichtlich und ihr schmeißt es weg, so wie ich geschätzte 480
andere Charakterblätter. So, das waren 5 Tipps zur Charakterstellung von NPCs. Ich hoffe natürlich wieder, dass es euch gefallen hat. Und auch hier gilt natürlich wieder, wenn ihr irgendwelche Themen habt, die hier in dieses Tipps- und Tricks-Format reinpassen können, schreibt sie mir bitte unten in die Kommentare und schreibt sie nicht in die Videobeschreibung, denn das ist total anstrengend und schwer. Und das habe ich letztes Mal gesagt, deswegen hat vielleicht auch keiner was in die Kommentare geschrieben. Das heißt, wenn ihr irgendwelche Sachen wissen wollt, könnt ihr natürlich auch über PN, aber wie gesagt auch hier runter in die Kommentare schreiben, was ihr noch so gerne wissen möchtet. Abgesehen davon könnt ihr natürlich auch wieder mitteilen, was ihr so macht, um Charakter zu erstellen und was euch so geholfen hat. Das wäre auf jeden Fall super. Ich wünsche euch natürlich wieder einen wunderschönen Resttag, Abend, Restnacht, Restmorgen, Restmittag, wann auch immer ihr das schaut. Wir sehen uns bald wieder. Bis denn dann. Tschüss.